Mal arbeitet Daniel Häseler, mal Martin Loske. Und dann auch beide zusammen. Daniel Häseler hat seinen Job auf 70% reduziert und ist an 3 Wochentagen nur im Homeoffice in Hamburg erreichbar. Die beiden Familienväter teilen sich die kaufmännische Leitung beim Preisvergleichsportal Idealo. Ein Tandem, das gut funktioniert. Wir fühlen uns auf jeden Fall als Tandem. Wenn ich in Berlin bin, sitzen wir zusammen hier im Raum. Wir bereiten eigentlich alle Entscheidungen gemeinsam vor. Wenn ich nicht in Berlin bin, telefonieren wir täglich und ja, das macht für mich ein gutes Tandem aus. Fotoshooting bei Tandemploy in Berlin. Die beiden Gründerinnen Jana Tepe und Anna Kaiser haben sich auf solche Job-Tandems spezialisiert, die Bewerbern und Firmen zugleich ganz neue Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt bieten sollen. Wir entwickeln mit Tandemploy Software, die Firmen dabei unterstützt, flexibler zu werden. Und gestartet sind wir mit unserer Online-Plattform Tandemploy, wo Menschen ja ihren perfekten Tandempartner treffen können und die Firmen, die dafür offen sind. Und mittlerweile gibt es aber auch schon als interne Software, die Firmen ihren Mitarbeitern anbieten können, damit die sich zusammenfinden für flexible Modelle eigentlich jeder Art. Während Teilzeitjobs oft unter ihrem karrierefeindlichen Image leiden, zielt Tandemploy auch auf anspruchsvolle Vollzeitstellen ab, die nun auch für Tandempartner mit weniger Arbeitszeit in Frage kommen. Wenn du dich umschaust nach einem neuen Job, dann würdest du dich bei uns auf der Plattform anmelden. Du registrierst dich, du füllst einen kurzen Fragebogen aus mit 22 Fragen und bekommst dann automatisch Vorschläge für passende Tandempartner in deiner Region, in deinem Bereich, aber auch von Leuten, die eben von der Chemie her zu dir passen könnten. Die Macherinnen von Tandemploy kennen den Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften nur zu gut. Solche Bewerber sind begehrt und suchen immer häufiger Arbeitgeber, die ihnen flexible Arbeitszeitmodelle mit mehr Freizeit anbieten. Wir können viel über Flexibilisierung sprechen, aber wenn wir nicht ernsthaft die Strukturen innerhalb der Firmen flexibler gestalten, nimmt einen das bald keiner mehr ab. Und dementsprechend kommt natürlich auch der Druck von den Menschen, von den Mitarbeitern und deshalb müssen die Firmen auch reagieren. Dass Tandemploy damit den Nerv trifft, zeigte sich auch auf der diesjährigen Preisverleihung der KfW Gründer-Champions in Berlin. Die Zukunft der Arbeit beginnt heute und jeder, der jetzt für uns abstimmt, der trägt ein Stück weit dazu bei und ich verspreche, dass dann lieber früher als später wir alle weniger und sicher cleverer arbeiten werden. Hier ist der Publikumssieger von Tandemploy. Herzlichen Glückwunsch! Dort überzeugte Tandemploy als Landessieger Berlin auch das Publikum und gewann am Ende den Publikumspreis. Ein Preis, der nun noch mehr Personalleiter hellhörig machen soll. Wenn man zeigen kann, dass man zusammen mehr kann als einer alleine, also zum Beispiel 5 Sprachen spricht, analytisch und kreativ ist, all das, was Personaler sich immer so vorstellen in ihren Stellenanzeigen, was aber einer alleine quasi nie mitbringen kann. Ein Tandem kann das und wenn man das entsprechend vermarktet, kann man damit sehr herausstechen. Erfolgsbeispiele wie bei Idealo geben dem Team von Tandemploy recht. Die Zukunft der Arbeit, sie hat längst begonnen. Dieses starre System, dass ich 8 Stunden lang im Büro bin, das wird morgen nicht mehr funktionieren. Und wir müssen halt gucken, dass wir flexibel Familie und Beruf miteinander kombinieren können. Und da ist das ein super Modell. So ist in dieser neuen Arbeitswelt nicht die Gehaltssteigerung der Antrieb, sondern die Möglichkeit auf mehr Freizeit, dank des passenden Tandempartners.